unterwegs mit den Jüngeren Jesu. 7 von ihnen sind am See Genezareth angekommen. Also schon 150 Kilometer entfernt vom Schauplatz der Ostergeschichte in Jerusalem. Nicht alle waren überzeugt davon, dass Jesus wahrhaft auferstanden ist. Und so gingen diese 7 wieder ihrem alten Beruf als Fischer nach. Wir versuchen, ihre Emotionen ein bisschen nachzufühlen, während sie in ihrer Mittagspause am See sitzen und nachdenken. Und wir tun das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ob es stimmt, was man sich erzählt? Das Grab leer? Wie soll das denn nur möglich sein? Das war's nun also. Alles umsonst. Jesus auferstanden. Das kann ich nicht glauben. Puh, ich wünschte, ich könnte das genauso glauben wie die, die ihn schon gesehen haben. Ich hoffe so sehr, dass es stimmt und Jesus ist auferstanden. Oh, wenn ich ihn nur sehen könnte und er mit mir sprechen würde, dann würde es mir so viel leichter fallen, das zu verstehen. Ach, ich kann die Jüngerinnen mit ihren Gedanken so gut verstehen. Gerade in diesem Jahr, in dem es wieder nicht möglich war, in präsenter Gemeinschaft das Wunder der Auferstehung zu erleben, merke ich, wie sich immer wieder Zweifel einschleichen. Wir bringen diese Zweifel im Gebet vor Gott. Auferstandener Herr, den kein Grab mehr hält, den keine Zeit mehr begrenzt, den kein Gedanke mehr fasst. In dir steht das Unbegreifliche vor uns, wird das Unmögliche wahr. Können wir glauben, auch wenn wir nichts sehen? Für alle, die in sich selbst gefangen sind und nur dem Kreis ihrer eigenen Möglichkeiten trauen, bitten wir dich, auferstandener Herr, erbarme dich unser. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Für alle, die in der Enge der Welt nach dir fragen, die dich suchen wie die Luft zum Atmen, die sich sehen nach der Freiheit der Kinder Gottes, bitten wir dich, auferstandener Herr, erbarme dich unser. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Für alle, denen keine Hoffnung bleibt, die in Bedrängnis verstummen, die ohne Aussicht auf Heilung oder Hilfe sind, bitten wir dich, auferstandener Herr, erbarme dich unser. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Für alle, die sich selbst verloren haben in der untergründigen Gewalt von Ideologien, die Andersdenkende verachten, die blind geworden sind für die Weite und Würde und Widersprüchlichkeit allen Lebens, bitten wir dich. Auferstandener Herr, erbarme dich unser. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Für alle Ausgenutzten, für alle, die nur noch funktionieren, für alle, deren Lebensentwürfe zerbrochen sind, bitten wir dich, auferstandener Herr, erbarme dich unser. Auferstandener Herr, in dir wird das Undenkbare wahr. Der Tod ist zur Tür ins Leben geworden. Wir können dieses Geheimnis nicht begreifen, aber wir wollen im Glauben darin heimisch werden als deine Kinder. Dir vertrauen wir uns an, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Wir beten weiter mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus zeigt sich 7 Jüngern
am See von Tiberias. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten: Nein. Da sagte er zu ihnen: Werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen. So voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlefeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen: Wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Geschichte höre, denke ich, Moment mal, das ist doch genauso schon einmal passiert und doch irgendwie ganz anders. Die Jüngerinnen sind in ihrem Alltag zurück. 7 der 12 sind gemeinsam am See Genezareth. Auch Petrus ist dabei und wie in der uns wohlbekannten Geschichte sind die Netze nach einer langen Nacht auf dem Boot leer. Ein Fremder am Ufer ruft ihnen zu, sie sollen es noch einmal probieren. Die erfahrenen Fischer tun, wie ihnen geheißen, wieder besseren Wissens. Denn was sollte jetzt schon anders sein als die ganze Nacht? Und wieder passiert es. Sie ziehen das volle Netz heraus. Nicht Petrus, wie man erwarten könnte, sondern Johannes realisiert am schnellsten, was da gerade vor sich ging. Doch es braucht nur einen kleinen Hinweis und schon ist Petrus auf dem Weg zu Jesus. Die anderen an Bord bleiben zum Glück etwas ruhiger und so kann der Fang gerettet werden. Am Ufer ist dann schon alles bereit für die Tischgemeinschaft. Ein Feuer brennt, Fische braten, Brot liegt bereit. Jesus teilt es aus und keiner traut sich zu fragen: Wer bist du? Denn irgendwie ist es allen klar, auch denen, die zu Beginn noch gezweifelt haben. Jesus kommt zu ihnen mitten im Alltag. Sie erkennen ihn an seinem Wirken, nicht an seinem Aussehen.
Das finde ich bemerkenswert. Jesus zeigt sich durch sein Tun, nicht durch sein Äußeres. Und wir können dieses Wirken wie die Jüngerinnen in unserem Alltag erleben. Da, wo wir unterwegs sind. Deswegen bin ich mit diesem Gottesdienst bewusst auch draußen unterwegs, in der Natur, wo wir Gottes Wirken ebenso spüren können, wie in der Kirche oder an jedem anderen Ort. Gottes Hoffnungsbotschaft ist nicht räumlich begrenzt. Sie kann uns überall begegnen, auch in anderen Menschen. So lasst uns gegenseitig zu Boten der Hoffnung füreinander werden. Lasst uns in dieser schwierigen Zeit Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls setzen. Lasst uns vernünftig sein und Verantwortung übernehmen. Dafür segne euch Gott auf euren Wegen, heute und alle Tage. Amen. Musik.